So, ihr seht es schon hinter mir. Wir sind angekommen an unserem heutigen Ziel. Ich nehme euch heute mit. Wir sind zu Besuch bei, wo ist das Logo? Gar nicht hier. Auf dem Boden ist das Logo. Wir sind bei German Oriental Tobacco. Das sind die Jungs, die auch den Al-Wazir machen. Und da dürfen wir uns heute ein bisschen die Fabrik angucken, ein paar neue Sachen probieren. Und da bin ich sehr gespannt. Da freuen wir uns drauf. Das machen wir jetzt. Moinsen. Moin. Okay, ich bleib hier natürlich so einfach. Jetzt bitte Brötchen nehmen. Oha. So, Frühstück ist auch durch. Ja, immer schön hier die Brötchen weggemacht und einen Kaffee gab es natürlich auch noch. So, Frühstück ist durch und ich glaube, jetzt wird es langsam Zeit für ein Frühstücksköpfchen. Oder? Eieiei. Eieiei. Hallo. Oh. So, Tia und ich waren gestern Abend noch in der Shisha-Bar, da haben wir nicht die Köpfe sauber gemacht, sondern einfach mit Alu eingewickelt. Das heißt, Step One ist erstmal Köpfe sauber machen. So, wir gehen jetzt ans Köpfe bauen. Bei mir wird es hier als erstes den Pusha geben, einen Traube Johannisbeere Cooling. Der riecht nämlich sehr, sehr nice. Yannick, was baust du dir? Ich baue mir den OG. Den OG. Blaubeere, Waldbeere, Blaubeere, Waldfrüchte, Cooling. So, Köpfchen ist gebaut. Bei mir gibt es, wie gesagt, als erstes den Pusher. So habe ich gebaut, locker, fluffig rein, ein kleines bisschen die Ränder freigemacht. Gleich nochmal mit dem Zewa drüber und jetzt Kalau drauf und dann endlich mal ein Köpfchen, ne? Ich meine, wir haben auch schon Viertel nach elf, also wenn das nicht Zeit für ein Köpfchen ist, weiß ich auch nicht. Was gibt's beim Tier? Pusher. Auch Pusher? Auch Pusher, auch im Oblako. Genau. Nachmacher, ey. Ja. Der Fredo, ne? Der ist ausgestattet, kann ich euch sagen. Der Herr ist fein angezogen. Äußerst fein. So, wir sind jetzt im Tasting-Bereich. Hier wurden schon ordentlich Pfeifen für uns aufgebaut. Und hier können wir uns jetzt richtig schön durchtesten in aller Ruhe. Und oben warten dann gleich die Pfanne und HMD-Setups auf uns. Und dann können wir das auch nochmal so testen, wie wir das zu Hause bauen würden. Ja, wir probieren uns auf jeden Fall mal durch. Nachdem wir jetzt das erste Köpfchen geraucht haben, bei mir gab es den Johannisbeere Traube, der war sehr nice. Ich stehe ja eh auf Johannisbeere, wisst ihr ja, gerade schwarze Johannisbeere und so liebe ich ja. Und schwarze Johannisbeere und da noch Traube dazu, der war gut, der war sehr gut. Und was für ein Rapper-Tabak. So, aber wer ordentlich raucht,
Der muss auch ordentlich Mittagspause machen. Wir haben jetzt hier den Doppelapfel von Al-Wazir. Wir füllen das Ganze auf der 250 Gramm Linie ab. Eine Standbodenbeutelmaschine, genau. Wir gehen gleich auf die Vorderseite, dann seht ihr, wie der Standbodenbeutel gemacht wird im ersten Teil der Maschine. Wir kippen jetzt Doppelapfelprodukt, ca. 450 Kilo, in deren Fütterungstank. Das läuft dann so. Ja. So, das Produkt geht jetzt in den Feeding Tank, also in den Fütterungstank, und mit Hilfe dieses Quirlwerks und einem Kettensystem, was hier drin ist, wird das Produkt dann hochgeführt zu dieser Dosing Unit. Das ist die Dosing Unit. Hier drin wird der Tabak portioniert. Wir zeigen euch jetzt einmal die Dosing Unit im geöffneten Zustand. Genau, hier haben wir jetzt einmal die Dosing Unit im geöffneten Zustand. Das bedeutet, das Produkt wird mit einem Kettensystem von hier oben reingeführt. Der Tabak flutscht hier durch und wird über diese Zahlenräder hier erfasst. Und dann dreht sich der Tabak in diese Richtung. Ja, man kann das hier sehr schön sehen. Das Produkt läuft dann in eine dieser Kammern rein. Ja, und dieses Rad dreht sich dann auch in einem Intervall und gibt dann hier die Portion raus. Ich denke, da kann man sehr schön sehen, wie das Produkt nach unten geführt wird. Genau, so, jetzt gehen wir einmal zum vorderen Teil der Maschine. Die ist hier schon gestartet. Wir haben einmal ganz unten das Rohmaterial, den Pouch. Und hier im oberen Bereich haben wir den Zipper. Der wird mittig zwischen der Bahn hergezogen, das sieht man hier ganz schön von oben. Jetzt gucken wir mal in die Maschine rein. Also der Zipper läuft mittig von der Folie quasi hier innen drin weiter mit. Hier haben wir unseren Drucker, dort wird die Lotnummer aufgebracht und der Produktname. Also in diesem Fall Double Green Red für Doppelapfel. Hier an den gelben Schildern wird der Standbodenbeutel im unteren Bereich verschweißt. Genau, in diesem Bereich wird der Zipper mit dem Folienmaterial verschweißt und dann kommt hier Vertical Sealing, das heißt, hier wird der Standbodenbeutel seitlich verschweißt. An dieser Station wird mit Pneumatik ein kleines Loch reingemacht, wo ich dann später den Zipbeutel aufreißen kann. Das ist dieses kleine Löchchen, was da immer unter der schwarzen Steuermarke mitläuft. An dieser Stelle wird das Material dann zerschnitten. Genau, hier findet der Schnitt jetzt statt. Der Beutel ist jetzt ein einzelner Beutel, der wird ausgesogen. Und dann kommt die Dosierung von oben in den Beutel rein. Ich werde den Schutz jetzt hier nochmal abnehmen, damit ihr seht, wie das auch dann vonstatten geht. So, jetzt ist der Standbodenbeutel verschlossen. Das Produkt läuft übers Band, läuft hier über unsere Checkweight-Waage. Das Gewicht wird geprüft. Und wenn der Beutel innerhalb der Toleranzen ist, läuft es weiter. Ansonsten wird er hier an dieser Station ausgeschossen. So, an dieser Station wird jetzt händisch eingepackt in unsere dreieckige Dose. Der Deckel kommt drauf. Und dann wird das Ganze auf dem Steuerbanderolierer mit einer Steuerbanderole versehen und oder ohne Banderole auf Lager gelegt. Und wenn wir dann Bedarf haben, wird eine Steuerbanderole aufgebracht und in den Versand gebracht. Genau. So, jetzt sind wir an der letzten Station. Hier wird die Steuerbanderole auf die Dose aufgebracht. Die Dose wird von Hand aufs Transportband gelegt.
Hier können wir noch mal einmal sehr schön sehen, die Steuerbanderolen werden hier in ein Magazin eingelegt. An dieser Station bekommt die Steuerbanderole ihren Kleber und wird dann sofort innerhalb von Sekunden auf die Dose aufgebracht. Dort härtet der Kleber mit der Steuerbanderole aus und läuft weiter in Richtung Sammeltisch. So, jetzt haben wir hier das fertige Produkt, verkaufsbereit mit Steuerbanderole. Einmal Doppelapfel, wird jetzt hier händisch eingepackt und fertig ist. So, hallo erstmal, wir sind jetzt hier an unserer 50 Gramm Linie. Wir gehen mal ein Stück rüber. Mit dieser Linie können wir 50 Gramm, 25 Gramm und auch 20 Gramm abfüllen in Zukunft. Genau, diese vollautomatische Maschine besteht aus 6 einzelnen Maschinen, die ineinander laufen. Wir fangen jetzt hier vorne wieder an am Fütterungstank. Also hier im ersten Bereich haben wir die Dosing Unit. Hier wird wiederum auf das Flowpack-Material drauf dosiert. Dann sehen wir die Waage, dort wird das Gewicht geprüft. Dann geht es zum Kartener, dort wird quasi die Schachtel aufgemacht, das sehen wir gleich noch, und das Produkt in die Schachtel geführt. An der dritten Station wird die Steuerbanderole aufgebracht. An der vierten Station wird das Cellophan um die Schachtel angebracht. Dann kommt der Stangenkarton, der geöffnet wird und geleimt wird, wo 10 Schachteln dann reinlaufen. Dann wird hier mit einem Tintenstrahldrucker bedruckt, was bin ich und die Lotnummer. Dann wird Cellophan über die Stange einmal gelegt und hier ist schon das fertige Produkt am Ende. Wir gehen jetzt aber noch mal jede einzelne Station in der Nahaufnahme durch. So, hier haben wir wieder einmal die Molasse in unserem Feeding Tank. Mit Hilfe eines Kettensystems wird wieder zur Dosing Unit das Produkt hochgeführt. Man sieht auch hier sehr schön die Kette, die zurückläuft, sich unten wieder befüllt und dann wieder hochläuft Richtung Dosing Unit. Dort wird es dann in die Dosing Unit abgegeben und die Portion auf das Flowpack-Material gelegt. Hier ist unser Flowpack-Material, auf welches dann quasi die Dosing Unit hier funktioniert im gleichen Prinzip wie die 250 Gramm Linie. Wir haben die Einheit vorhin offen gesehen. Das ist hier aber alles ein bisschen kleiner gehalten, weil die Portionsgrößen natürlich auch kleiner sind. Hier kann man sehen, 50 Gramm werden auf das Flowpack-Material gelegt, immer im gleichen Abstand. Dann findet hier die Verschweißung statt. Und hier wird dann quasi das Päckchen geschlossen, saust dann hier über das Band zur Waage. Über- und Untergewicht wird per Luftstoß ausgeschleust. Alles, was im Bereich liegt, wird der Produktion weiter zugeführt. Okay, die Maschine ist leider jetzt schon fertig durchgelaufen. Aber hier wären dann noch die 50 Gramm Päckchen drangekommen. Inklusive direkt auch noch der Steuerbanderole. Die kommt dann hier drüben dran. Und dann läuft das Ganze hier einmal raus. Und hier sind die fertigen 50 Gramm Päckchen drin. Nachdem die Steuerbanderole aufgebracht wurde, läuft hier das 50 Gramm Päckchen in den Cellophaner. Hier wird das Cellophan um die Schachtel gelegt. Und hier gibt es noch eine Rolle, das ist das sogenannte Tear Tape. Quasi das Bändchen, was ich aufreißen kann, um die Schachtel zu öffnen. Das findet in dieser Station statt. Dann läuft das ganze Produkt eine Station weiter zu dem sogenannten Kartener. Hier oben sind die Stangenkartons drin, werden von der Maschine dann reingezogen, verklebt
nachdem 10 Schachteln reingelaufen sind. So sieht dann die fertige Stange aus. An dieser Station wird noch die Lotnummer und der Name des Produktes seitlich aufgebracht. Das Ganze läuft dann hier weiter. Auch wieder in eine Zellophanstation für den Stangenkarton. So, Fertigung haben wir abgehakt. Danach haben wir schon Einkauf geraucht, dann haben wir noch kurz ein paar Drohnenshots gezogen. Jetzt haben wir das nächste Köpfchen an, aber gleich ist auch schon Zeit fürs Abendessen. Da freue ich mich sehr drauf. Libanesisch, ne? Yes. Das heißt Shawarma, Falafel, Hummus. Hummus, okay, das wird gut. Minzecreme. Minzecreme. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Langsam ist auch Kohldampf viel gedreht. Ja, ich denke, das Video bis hierhin ist bestimmt ziemlich interessant gewesen. War auf jeden Fall sehr geil, das alles mal zu sehen. So, nächstes Köpfchen wurde vorbereitet. Bei mir gibt es jetzt den OG von 18 Karat. Das ist Blaubeere, Waldfrüchte. Ach, Digga, ich filme auf dem Falschen. Perfekt. Den OG Blaubeere, Waldfrüchte Cooling Mix. Und genau den habe ich mir jetzt hier wieder im Oblaco gebaut und... let's go. Übrigens noch so eine Beispielverpackungsgröße gefunden. Das hier sind dann die 25 Gramm. Das hier wird uns dann irgendwann Mitte, Ende nächstes Jahr dann erwarten. So sieht das Ganze aus. Es gibt wohl auch noch kleinere, aber da ist noch unklar, ob die dann konform sind. Und so leer ist diese sowieso schon winzige Dose. Und das alles bleibt dann Müll. Ja, keine so rosige Zukunft, würde ich sagen. Einmal clean filmen, bevor es kaputt gemacht wird. Oh mein Gott, so viel gutes Essen. Und so, der Tag bei Al-Wazir geht zu Ende. Es war sehr, sehr nice, hier die ganze Produktion zu sehen. Ich hoffe und denke, das hat bestimmt auch einigen von euch sehr gut gefallen, mal zu sehen, wie Shisha-Tabak so produziert wird. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.